Willkommen zurück, werte Taktikfreunde, zu einer weiteren Folge Panzer General Forever. Ja, ist eine Weile her, aber wir befinden uns immer noch in den Lowlands. Das letzte Mal ist es ganz gut gelaufen. Und anscheinend habe ich gerade die Runde beendet gehabt und die Gegner haben irgendwas gemacht. Da ist ein französischer Bomber, so wie es aussieht. Wie von Jägern keine Spur mehr. Hier waren, glaube ich, irgendwo welche. Das können wir aber auch wieder rausfinden. Genau, da haben wir doch wahrscheinlich leichtes Spiel. Genau, taktischer Bomber hier. Den sollten wir relativ unkompliziert vom Himmel holen können. Und dann können wir gleichzeitig noch nach denen da scouten. Hier können wir auf jeden Fall außer Sichtweite bleiben, dann sind die relativ unvorbereitet und wir können vielleicht schnell an die Stadt ran. Kommen. Mit dem Panzer 1 werden wir da zwar nicht so viel reißen, aber gegen die Artillerie wird es immer noch reichen. Nehme ich mal stark an. So, das heißt, wir beschießen erstmal die da. Wow, echt. 5 hat mich das gekostet. Warum auch immer. Aber gut. Toll, dass das gerade ins Bild ploppt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen und wenn doch, naja, was soll's. Hier keine weiteren Jäger erstmal. Hier haben wir unsere, was ist das? Das müssten strategische Bomber sein und das sind die Spotter. Die Spotter könnten wir mal prinzipiell ein bisschen ins Hinterland fliegen. Dann müssen wir natürlich die hier als Geleitschutz mitchecken, das heißt, deren Radius ist die Grenze, wo wir die wir einhalten müssen quasi. Ah ja, hier sind die anderen Jäger. Sehr schön. Die habe ich doch gesucht. Die sind an meinen Auxiliary-Bombern. Genau, ich erinnere mich dran. So, das heißt, mit denen kommen wir bis hin, mit denen kommen wir bis hin. Das heißt, wir sollten die Jäger da auch ganz gut auseinandernehmen können. Wir können sie auf jeden Fall einkesseln. Das heißt, wir gehen mit denen nach hier und greifen die da an. Sehr schön. Naja, das. Heißt ja, das hat sich quasi erledigt. Haben wir noch irgendwo angeschlagenere Jäger? Haben wir nicht. Dann nehmen wir doch die. Ah, ich habe jetzt hier leider mit den Auxiliary angegriffen zuerst. Das hätte ich beachten sollen. Und habe natürlich blöderweise auch von meinen eigenen welche verloren und nicht von den ausgeliehenen. So, hier haben wir noch Infanterie gegen uns. Da könnten wir mit unserer wahrscheinlich nicht in die Stadt, aber mit denen. Und wir können sie auf jeden Fall mit Artillerie beschießen, aber die Arti soll natürlich dann noch schnell nach vorn. Spotting 3 haben die hier, wow. Echt? Krass. Ne, das sind meine Panzer, die 3 haben die, haben 1, die haben 1. Das heißt, wir können hier relativ unbescholten näher ranfahren. Die haben Spotting 4, das heißt, die müssen wir auf jeden Fall noch vom Himmel holen. Die Frage ist nur, ob wir das überhaupt können. Wo sind noch Jäger? Da unten. Oh, gerade so. Na, dann machen wir das doch. Haben wir sonst noch irgendwo Jäger? Können wir mal ins Unit-Panel schauen. Da. Jäger, Jäger, Jäger. Die. Okay, das war's. Ja, das heißt, wir fliegen die dahin und dann machen wir die da fertig. Und dann war es das wahrscheinlich mit der französischen Luftflotte. Die hier haben wir noch, die sind sogar am Half-Track, das heißt, die könnten gegen die da auch was ausrichten. Es reicht mir ja prinzipiell schon, die zurückzudrängen. Das könnten wir vielleicht auch mit denen hier machen. Vom Flussfeld kämpft sich's halt nicht so gut. Und die Panzer machen wahrscheinlich nicht so viel. Oh, die Infanterie hat keine Munition. Okay. Das ist ja mal interessant. Und mit der Infanterie kämen wir in 1, 2, 3 Schritten bis ran. Mit denen sind wir schneller, wenn wir die da wegräumen. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich fahre erstmal mit dem vor, ob es hier irgendeinen Weg gibt, ringsrum zu kommen. Gibt es nicht. Dann nehmen wir die hier zuerst und versuchen die zurückzutreiben. Okay, hat nicht geklappt, aber wir haben nichts dabei verloren. Das ist schön. Und dann machen wir die komplett fertig und dann können wir mit der Artillerie nämlich auch vorfahren. Sehr schön. Also hier vor allen Dingen eine Nicht-Kerneinheitenfront. Aber unsere guten neuen Pioniere kommen da halt hinterher. Das ist immerhin was.
Okay. Ah ja, und die Panzer 38T kann man natürlich noch mitschicken, wenn wir die nicht hier unten einsetzen wollen. Hier ist die Flak, die 8-8er. Pro forma können wir sie mal aufbauen. Aber sehr wichtig ist es auch gerade nicht. Hier haben wir bisher nur Infanterie. Hier ist Feldkanone, sehr schön. Die packen wir natürlich erstmal aus. Und beschießen die hier, da senken wir das Entrenchment, sollten auch ein paar rausnehmen können. Die haben Spotting nur 1, das heißt, wir fahren da schön weiter. Wir haben jetzt halt keinen Jäger-Geleitschutz, aber ja, dann ist das so, muss halt jetzt so bleiben. Wir könnten da auch nochmal mit irgendwelchen Bombern vorbeischauen gehen. Ich denke, ich werde die diese Runde rausnehmen, das heißt, strategische Bomber könnten ganz gut sein. Die hier zum Beispiel. Das sind jetzt noch, zählen noch wie 4. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Feldkanone. Die könnten wir rein theoretisch sogar dann in irgendeine Stadt ziehen, um sie mal aufzurüsten. Das könnten wir auch mit der da machen. Die könnten einen Half-Track gebrauchen, aber offensichtlich diese Runde werden wir das noch nicht tun. Die Infanterie kommt nicht ran. Die hier kommen ran. Und die Pioniere kommen ran. Da können wir halt mal schauen, was die jetzt anrichten würden. Die würden sie sehr, sehr wahrscheinlich umnieten. Und wenn nicht, treiben sie sie in den Fluss zurück, was natürlich für uns auch gut ist. Ha, sehr schön. Okay. Wer braucht denn hier Erfahrung? Die Feldkanone könnte zum Beispiel einmal schießen und dann eins vorrücken. Das heißt, wir müssten aber mit der Infanterie vorher vorgehen. Und würden dann deren Angriff verpassen. Die Panzer 35T könnten die auch fertig machen. Wir rücken auf jeden Fall. Ach, das sind Auxiliary. Das sind nicht meine Kerneinheiten, das heißt, die sind mir quasi auch egal. Was Erfahrung angeht, die könnten wir, wow, die könnten wir bis hier vorholen. Nicht schlecht, dann könnten die nächste Runde mit angreifen. Mit den Panzern zusammen, das wäre natürlich toll. Das machen wir so. Und die sind gleichzeitig auch unter Jägerschutz, sehr schön. Die 38T könnten das machen, das ist aber eine ziemliche Munitionsverschwendung. Die müssen auch nicht irgendwie aufgerüstet werden oder sowas. Die Flak, weiß ich sowieso nicht, was ich damit machen soll. Damit kann ich mal irgendwelche Infanterie im Gelände angreifen oder sowas in der Richtung. Die ziehen wir mal mit hier vor. Dann können wir da wenigstens ein bisschen nominelle Luftunterstützung geben. Was haben wir denn hier? Da haben wir strategische Bomber. Ach, das sind keine Kerneinheiten. Okay. Hier unten müssen wir uns auf jeden Fall auch Gedanken machen, wie wir das mit den Bunkern da machen. Ich glaube, hier hinten ist irgendwo Flak. Die schießt bis zu 2 Felder weit. Das heißt, wenn sie hier ist, dann kriegt sie uns da. Zumindest im eigenen Angriff. Wir wissen schon mal, dass wir die Stadt unbehelligt erreichen werden mit Flugzeugen diese Runde. Oh, das wollte ich definitiv nicht. Die könnten natürlich irgendwie dahin fliegen und dann mal spotten. Air-Attack haben die nur passiv. Ja, unterdrücken wir die hier ein bisschen. Und dann fliegen wir dahin. Und dann sehen wir hier auch ein bisschen mehr. Da ist die Flak. Okay, die schützt also die Stadt und das mit diesen Zweierradius. Das heißt, den Bunker hier vorne können wir auf jeden Fall erstmal angreifen. Mit unseren eigenen Bombern würden wahrscheinlich null Schaden machen. Ach nee, das sind auch. Ach, das sind die Naval Bomber. Kommen die Stukas da ran? Bringen Stukas was gegen Bunker? Niemand weiß es. Mit den Stukas könnte ich natürlich auch hier anfangen aufzuräumen oder da unten. Bis dahin kommen sie sowieso nicht. Hier oben will ich mich noch nicht verraten. Nicht, dass sie da was drumrum bauen. Die Infanterie hat kein Fahrzeug. Wieso hat eine eigene Infanterie von mir? Achso, die müssen sowieso hier erstmal in die Stadt. Wichtig. Das weiß ich jetzt wieder, dass ich das letzte Mal fast übersehen hätte. Mit den Bombern können wir auf jeden Fall irgendwie da hoch und die da mal angreifen. Und die hier sind sowieso relativ unwichtig. Die können wir einfach mal hier hinter die Jäger-Geleitschutzbomber
hängen, um dann zu schauen, ob wir nächste Runde noch was mit denen machen können. Die normale Infanterie, was würde die denn gegen den Bunker ausrichten? Oh, drei Zerstörte. Nicht schlecht. Dann machen wir das doch erstmal. Ha, sogar gleich aufgegeben, sehr schön. Dafür hat sich auch der Verlust gelohnt. Ja, jetzt ist natürlich die Stadt das nächste. Da können wir erstmal mit der schweren Infanterie ranfahren. Haben wir hier unten auch irgendwo Pioniere? Haben wir nicht. Wir haben da noch einmal so eine nutzlose Flak. Und hier hinten haben wir eigene Infanterie, die noch ein Kettenfahrzeug gekriegt hat, offensichtlich. Oder wollten wir die noch zu Pionieren machen? Fragezeichen. Na, die haben nur ein bisschen Stern quasi. Hier würden wir, würden wir zwar ordentlich Verluste nehmen, aber gleichzeitig halt auch ordentlich Schaden machen. Und das ist eigentlich das, was wir da gerade brauchen. Wir müssen schnell vorgehen können. Kommen wir auch auf den Fluss? Nein, kommen wir nicht. Mit den Panzern irgendwie? Nein, müssen wir direkt davor stehen. Okay. Und wir könnten auch irgendwas am Panzern da hoch mitchecken. Allerdings ist die Stadt Givet sowieso so unwichtig. Und wir haben da einmal Artillerie davor und einmal Infanterie. Ich denke, das sollte sich von allein regeln. Nehmen wir doch hier den Panzer 35T, um die da auszulöschen. Sehr schön. Dann brauchen wir noch irgendwas, was da reinrücken kann. Das könnte aber zum Beispiel dieser Panzer sein. Nehmen wir den, der soll sowieso an die Front. Genau, damit ist diese Stadt unser. Mit denen können wir mal schauen, können wir ordentlich Schaden machen. Das heißt, wir gehen von hier ran, dass wir sie vielleicht aufs Flussfeld zurücktreiben. Okay, erstmal Rugged Defense. Ist uns aber in dem Fall relativ egal. Wir rücken hier noch mit den Panzer 4 ran. Wow. Okay, das war keine 0-6 Situation. Deswegen hatte ich das eigentlich gemacht, weil es gesagt hat, die würden 6 verlieren und wir 0. Wir haben 4 verloren und die 1. Okay. Die Feldkanone lassen wir jetzt einfach da stehen. Und hier unten 3-4 mit dem Panzer 4. Das sind die 9. Aber wir haben relativ viel Prestige. Wir können die dann verstärken. Ah, okay. Vielleicht keine so gute Idee. Vielleicht sollten wir... Oh, wir haben ja noch Bomber. Genau, wir fliegen vorher mit den Bombern drüber. Wir müssen sich halt irgendein Ziel aussuchen. Aber jetzt sind es die Auxiliary. Vielleicht nehmen wir einfach hin, dass die abgeschossen werden. Ich glaube, das ist für mich akzeptabel. Und mit denen gehen wir hier vor und bombardieren die mal ein bisschen. Dann haben wir es da nächste Runde leichter. So. Die 8-8, die können wir nächste Runde auspacken. Dann weiß ich immer noch nicht, wozu so gut ist. Das Ding kann auf jeden Fall 2 weit schießen. Zwei weit schießen. Das heißt, irgendwas, was ich hier erstelle, wird von dem beschossen. Ja, das heißt, wir machen das mit der... mit denen da. Es ist ja nur, um die Felder zu blockieren. Und die Panzer... die stecken jetzt alle hier hinten fest, aber wir müssen halt hier durch. Rücken wir die mal dahin. Die... Oh, da unten ist sogar noch eine... Eine Feldkanone, interessant. Und bei denen bin ich mir halt wirklich nicht sicher, ob ich die noch zu irgendwas machen wollte, aber die haben so wenig Erfahrung. Rücken wir sie so einfach mit vor, wir werden da schon durchkommen. Die Jungs haben es ja bewiesen, dass es gegen die Bunkeranlagen ganz gut geht. So, was haben wir noch? Den Panzer hier. 0-3, die haben auch nur noch ein Entrenchment. Aber was bringt uns die jetzt aus der Stadt zu hauen. Wenn wir sie vorher noch bombardieren. Aber selbst dann können wir die Stadt nicht besetzen. Aber ich meine, was wollen wir mit den Bombern sonst anders machen? Machen wir das mal. Jetzt sind es 055. Okay, wir machen das mal. Dann rücken sie halt nächste Runde wieder rein. Okay. So, da oben die 3 Flugzeuge noch, genau. Da...
könnten wir mit den... Das sind meine eigenen Bomber. Das sind die Spotter. Mit denen auf jeden Fall hier hochgehen, die mal ein bisschen unterdrücken und bombardieren. Offensichtlich, warum auch nicht. Mit den Jägern fliegen wir bis... Die müssen dann sowieso nächste Runde auftanken, können wir auch jetzt machen. Bis dahin, ich erwarte eigentlich nicht mehr, dass irgendwas uns noch entgegenkommt. Und mit denen kommen wir schon mal hierher. Sehen wir noch das hier im Radius. Bis hierher fliegen. Ha, da haben sie sich gleich ein bisschen um Maubeuge aufgebaut. Aber das ist okay, das werden wir schon schaffen. So, das war das. Und dann schauen wir mal, was wir noch anbringen. Okay, damit habe ich soweit ja gerechnet. Eigentlich, dass die Artillerie schießt. Und hier oben haben sie angefangen, Panzerabwehrkanonen zu bauen. Okay. So. Die hat Dreierreichweite, aber nur einer Supportreichweite. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier ran und die Panzerabwehrkanonen angreifen. Wir kommen aber auf jeden Fall auch mit unserem Panzern daran. Es sei denn, da steht auch noch was. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Das ist Feldhaubitze. Die würde dann wenigstens hierher kommen. Vielleicht auch daher. Und Flugzeuge haben wir tatsächlich keine mehr gesehen. Was ist mit euch, Stukas? Ihr kommt bis dahin und könntet die angreifen, aber Unterdrückung wäre uns wahrscheinlich in diesem Fall wichtiger, weil mit Infanterie kommen wir diese Runde auch ran. Zum Beispiel mit der schweren. Ja, das heißt, wir unterdrücken die lieber. Zum Beispiel mit denen hier. Sehr schön. Nicht nur unterdrückt, sondern auch einen getötet. Mit dem kommen wir leider nicht mit bis in die Stadt. Aber wir fahren ihn auf jeden Fall hier weg. Dahin zum Beispiel. Die Infanterie kommt daran. Oder die Infanterie. Die können wir vom Fluss heranziehen. Die von oben. Die sind noch drei eingegraben. Wenn wir die jetzt auspacken... Die, dann können sie nicht mehr angreifen. Okay. Weil die nur Luft aktiv angreifen können. Nutzlos. Okay. Hier unten stehen noch die Panzer 4. Die können auf jeden Fall das Ding da mal angreifen. Und dann können wir also, achso, hier nach unten zurückzutreiben geht nicht. Aber angreifen geht. Tja, was würde denn die schwere Infanterie vom Fluss aus ausrichten? 3 zu 5. Ich will das nicht. Geht weg. 3 zu 5. Okay, und die leichte von Land? 0 zu 5. Das heißt, mit denen hätten wir eine höhere Chance, sie rauszutreiben. Hätten wir denn mit denen könnten wir... Ach nein, die haben keinen Transporter. Oh, jetzt habe ich die schon bewegt, ohne anzugreifen. Das war Mist. Das wollte ich natürlich nicht. Und die will ich auch nicht dorthin ziehen und da stehen lassen. Und die kommen auch so rum nur in ihrem Half-Track an. Okay, das heißt, wir ziehen die Flak einfach dahin. Da übt sie noch ein bisschen Kontrollzone aus oder so. Und dann gehen wir hier mit den Half-Tracks ran und greifen nicht an. Ein Missklick und schon ist die gesamte Offensive um den ganzen Tag verschoben. Aber naja. So, die Infanterie müssen wir auf jeden Fall wieder aufrüsten. Das heißt, die rücken wir in die Stadt und lassen die da zermalmen. Dann können wir nächste Runde die aufrüsten. Die können hier vorn mitmachen. Da können wir erstmal mit der Feldkanone ein bisschen was erweichen. Wie weit können die schießen? 3. Haben aber nur 1er Spotting. 1er Spotting. 4 Spotting. Wow. Also hier ist so ein Fall, wo wir so eine Bunkeranlage auf jeden Fall platt machen sollten. Hm.
Okay, dann machen wir jetzt erstmal das hier oben. Mit denen, die haben Zweier-Spotting. Das heißt, wir würden nicht sehen, was da steht, wenn wir dahin fliegen. Gott, das heißt, wir fliegen direkt zur Stadt und bombardieren die. In der Hoffnung, dass da keine Anti-Air steht, was auch nicht tut. Okay. So, das heißt, wir können mit den Panzer 1 auf jeden Fall hier ranfahren und die ein bisschen beschießen. Wir können mit der Infanterie hier ran. Die werden halt nicht allzu viel Schaden machen, aber immerhin 2. Wir können auf jeden Fall vorher noch ein bisschen bombardieren. Mit den Panzer 2 können wir quasi nichts machen. Wir können hier oben die Infanterie ein bisschen aufhalten. Ein bisschen Kontrollzone erwirken. Besser als nichts. Die haben noch 4 Munition. Okay, jetzt haben sie noch 3. Das ist die eigene Feldhaubitze. Daran ist halt riskant. Haben wir hier noch irgendwelche Stukas oder so? Die da. Die könnten doch dahin und hier ordentlich was rausnehmen. Wie viel habt ihr jetzt getötet? 6 sogar, sehr schön. Das heißt, wir könnten hier schauen. Vielleicht nicht unbedingt von hier, sondern von hier. Vielleicht kriegen wir die ja sogar ganz platt. Naja, aber wir kriegen sie weg. Und dann könnte Pioniere. Könnte vielleicht noch ein. Oh. Das wollte ich nicht. Könnte vielleicht noch ein Jäger das versuchen. Der hier hat 9 Treibstoff. Fliegen wir den dahin? Jawohl, sehr schön. Und dann können wir mit der Feldkanone auch. Oh, die hat Range 3, das heißt, da müssen wir draußen bleiben, es sei denn, es hat nichts größeres Spotting. Die haben 2. Und das ist nur eine leichte. Oh, wir haben auch 3er Range. Okay, perfekt. Das heißt, wir können einfach hierher fahren und haben die Stadt auf jeden Fall im Blick. Mit den Pionieren fahren wir dann da hoch, da sind sie auch sicher vor der Anti-Tank-Gun. So, die hier können wir auf jeden Fall mal mit einem Transport ausrüsten und vielleicht sogar auch zu Pionieren machen. Wie viel würde uns das kosten? 250, das haben wir. Los geht's. Und die werden wir auf jeden Fall noch brauchen gegen Bunker und eingegrabene Infanterie. Das hier ist die nutzlose Flak, die können wir nur irgendwo hinstellen und hoffen, dass die Infanterie sie angreift oder sowas in der Richtung. Nein, das wollte ich definitiv nicht. Ah, die können wir aber auch im Half-Track hier hochfahren und das Ding ein bisschen harassen lassen. Dann machen wir doch das. Okay, nichts passiert. Ist natürlich verständlich. So, dann nehmen wir hier noch den Bomber und greifen das da oben an. Wie viel hat es unterdrückt? 3. Okay. Haben wir noch irgendwo Infanterie zur Verfügung hier oben? Irgendwelche schnelle? Nein. Die nicht schnell, die nicht schnell. Dann lauft einfach so vorwärts. Die Pioniere hätten wir hier noch. Aber nur im Half-Track bis da und die werden wir dann da unten brauchen oder hier. Die Panzer könnten wir bis dahin bringen. Die haben auch nur ein Spotting. Und die sind vierfach eingegraben. Da haben wir noch einen Unterdrückungsbomber. Den schicken wir jetzt einfach da drauf. Haben sogar was tot gemacht. Dann schießen wir mit denen einmal drauf. So, vierer Spotting. Das heißt, bis hier. Gut, das alles. Sieht das Ding. Das heißt, wir rücken hier nur eins weiter. Rücken mit dem Panzer dazwischen. Da würde ich einfach mal nicht angreifen. Und dann mit denen hierher. Da können sie nächste Runde. Oh, stopp. Wir können sie sogar davor schicken, dahin. Da können sie nächste Runde angreifen. Wie weit kommen hier die französischen Panzer? 4. Okay, also nicht bis ran. Sehr schön. So. Das heißt, wir haben hier noch unsere
Panzerkraft in der Mitte, da können wir auf jeden Fall welche da lang schicken. Da ist noch eine Feldkanone, die können wir dann erstmal aufrüsten. Dann hätten wir beide unsere Feldkanonen in der Mitte, aber eine davon dann wenigstens auch mal schwer. 35 Treibstoff und Dingsbums, das ist also super. Mit denen rücken wir auch hinterher. Die Panzer 35T müssten wir dann eigentlich auch mal aufrüsten. Die kommen einfach mal mit bis hier ran. So, Jäger noch. Neuen Treibstoff holen. Entschuldigung, hätte ich euch vorwarnen sollen. Die Jäger beschießen die da oben noch ein bisschen. Ihr seid auch eins weit weg vom nächsten Flugplatz. Und ihr seid die Spotter. Ihr fliegt mal über dahin. Da ist auch schon ordentlich was aufgebaut. Ja. Und das ist nur Nebeninfanterie. Die können mal da hochlaufen, um den Flugplatz einzunehmen oder sowas. Und dann haben wir die hier noch. Die fliegen da und die machen sich dann auch bereit, nächste Runde noch was zu machen. Und die Bomber hier unten, hey. Wollt ihr... Nein, wollt ihr nicht. Das da Bomben. Sehr schön. Und ihr hört, ich krieg gerade einen Hustenanfall. Und es ist auch schon die Zeit soweit rum. Das heißt, wir machen jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.